Recht. So kann man die Leute auch aussprechen. Alle rausgesprochen. Ja, ist denn heute schon Karma? So, was ist denn los? Ist da Auflauf oder was? 4, 5, 6, was ist denn für Auflauf da in der Tür? Buben 9-8, das ist natürlich für Asse kein guter Flop. Sehr drawlastig. Checkst du auch? Ja, aber spätestens jetzt muss er anspielen, um nicht noch auf weitere Draws hier rein zu lutschen. Bin ich dran? Für den Turn. Hast du noch mein Geld, oder was? Ja, ich hab geschaut, ob du Karten hast. Ich seh deine Karten. Ja, ich hab Karten. Ja, wer soll das sehen? Gewacht. Ich spiele mal diese kleine Scheiße da. Diese kleine Scheiße stelle ich mal alles rein, okay? Und dann soll die anmachen, was wollen. Ist ja nicht viel. Ja, ist denn halt schon Karma? Also das ist ja nicht viel, entspricht so ungefähr in der Pot-Size-Bet. Das Faszinierende für mich ist auch immer wieder, der ist jetzt so überzeugt davon, dass er eigentlich nicht verlieren kann mit den Assen gegen seine fünf Mitspieler. Und dieser unerschrockene Glaube, der fasziniert mich. Bist du gelähmt? Ich werde doch im letzten Spiel, im vorletzten Spiel nicht nur Stier gehen. Das kann doch nicht sein. Ich werde doch im vorletzten Spiel nicht nur Stier gehen. Na, dann hol ich aber die Polizei, das sag ich ja. Wenn er mich im vorletzten Spiel Stier macht, hol ich die Polizei. Sag mal, lallt er schon ein bisschen? Das ist der fränkische Einschlag. Okay. Sag mal was. Falls einer sagt all in. Ja. Aber nicht, dass du glaubst, ich schmeiß weg, wenn ich 5.000 schon drin habe. Ich glaube, du schmeißt weg. Die Faxen sich an einer überlegt. Doch so ein bisschen. Ich glaube, du schmeißt weg. Ne? Das möchte ich nur klargestellt haben. Könnt ihr ungefähr schon. Ja, bist du gelähmt. Und jetzt sage ich euch noch was. Egal. Was die Regie sagt. Wladimir ist dabei. Ja, der hat ja auch ein paar getroffen. Ich also. Aber hallo. Was auch bedanke mich. Jetzt kommt noch Freddy Keitel. Kein Problem. Mit dem Straßendraw. Sprichst Englisch halt schon. Zahl mal bitte durch, was du noch hast. Willst du das Blindol hinsetzen? Ja, wahrscheinlich die nächste Karte wird es auch hin sein. 17. 17.000 hast du noch. Okay. Also jetzt wird es interessant, jetzt wird so dieser... Drin sein, oder? Ich weiß nicht, was da drin ist. Du weißt es der nicht. Vorschlag, blind all-in zu gehen. Ja. 17.000 hat Geschkenbein noch. All what you have! All what you have. And if you Vorsicht, want, you all what you have, das ist so ein Lieblingsspruch von Hermann, wenn er sehr stark ist. Kannst du das bitte nur aus der Tasche raus, du, was du in der Tasche hast? Du, haben wir einen neuen Tunnel einmal auf jetzt, Deutsch, oder? Einmal in Englisch. Die kleine Scheiße kannst du auch noch aus der Tasche raus tun. Haben wir einen neuen Tony G. On your bike. Was sagst du, Freddy? On your bike. Ja, ja da wird Wladimir gefragt, es geht um alles. Ja, und der Hermann will dann gleich noch natürlich in seiner Gier an die Tasche von Wladimir dran. Ob da auch noch vielleicht der eine oder andere Tausender versteckt ist. Das vorletzte Spiel, Spiel haben wir noch, oder? Zwei, ne? Noch lange, das spielt er nur, er hat er nicht mehr. Hat er nur noch Kleingeld. Du musst bei den restlichen Spielen immer nur ein wenig nachladen, dass du mal aus dem Brand kommst. Was sie, Mann? Die Frage ist, kann er ihn damit reinladen? Nachladen, Mann. Cash-Game, damit du in den letzten zwei Spielen aus dem Brand kommst. Also jetzt nach den Trinken kann ich nicht beurteilen, was da los ist. Vorher wüsste ich's. Ja. Ich kann es jetzt wirklich nicht beurteilen. Oh, weg! Gib mir der kleine Bot. Ja, zeig mal was. Für 50 Euro zeige ich dir zwei Karten. So einfach kann es ja sein. Beide. Da spielen sie hier um 30.000 und dann reichen 50 Euro, damit er die beiden Asse umdreht. Ja, es ist heute die Hermann Pascha Show, ein Plus von 65.000. Wir sind gleich zurück mit der wirklich letzten Action für heute. Hermann Pascha ist ja schon häufiger hier im Mittelpunkt gestanden bei German High Roller. Selten dadurch, dass er die meisten Chips, das meiste Geld vor sich stehen hat. Heute ist es anders. Tja, Michael, kannst du mal sehen, wie sehr schnell sich ein Opferlamm in einen Wolf verwandelt?
Dann ist er ein bisschen lustiger. Also 25 was hat er getroffen? Und naja, auch irgendwie trotzdem seine typische Pascha-Spielweise nicht aufgegeben. Herrlich. Wunderschöne Aktion, tolle Setups. Und wir haben noch ein bisschen Action. Ja, und toller Tabletalk vor allen Dingen. Ja, hier psychologische Kriegsführung vom Feinsten. Wir gehören alle dir. Geschkenbein mit einem Race 5-3. Jetzt kommen die 7er noch dazu. Ja, ja, ja. 2000. Pascha Bube 9 wird natürlich gleich, also mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachbezahlen. Das ist einer der schlauesten Sprüche überhaupt. Zockerspruch. Ja. Wer kein Glück im Spiel hat, hat kein Geld für die Liebe. Ne? Aber auch kein Geld für die Mädels. So einfach ist das. Ja, der war in Staffel 2 bis 4 schon vorhanden. Ist auch so ein bisschen was dran. Ja, aber meistens doch dann von der anderen Seite. Diesmal hat Hermann genug Geld hier, um die ganze Runde irgendwie auszuhalten, heute eine Party zu schmeißen. Nichts passiert. Ich bitte noch einen Schluck. Das könnte ein Zeichen sein. Das vorletzte Spiel? Ja, da komme ich gar nicht aus. Weil, könnte das sein, dass ich dich und ihn und Stier mache? Was soll ich machen? Die Chance? Mich machst du nur Stier? Nein, du bist dann immer dabei. Ich zahle doppelt, wenn du mich Stier machst. Und ihn. Also? Bist du im Spiel? Nein, noch nicht. Also, wie kann ich dich anspielen? Ich kriege zwei Karten. Du siehst doch, die beiden Hände kann ich vielleicht noch Stier machen. Hey, 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 hey. Los, komm, machst du Stier. Findest du? Ja. Das wäre doch nur die Krönung schnell. Geht eigentlich gut, die beiden geht gut. Ja, es hätte mich auch gewundert, wenn jetzt bei diesem Lauf nicht irgendeiner seiner zwei Karten auftauchen würde. Er trifft schon oft. Und der Herr Pfeiffer ist hier mehr oder weniger in diesem Heat zum Zuschauen verurteilt gewesen. Und jetzt nützen ihm seine Siebener auch nichts. Das schaut ein bisschen anders aus. Alle haben ein Paar. Ja, ja, klar. Und Hermann hat das Beste. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, ja, ja. Herzrot. Ja. Herzrot, mein Gold. 1, 2, 3. Alle haben den Flushdraw. Und Hermann hat ich den höchsten. Bin dabei. Ach, macht Pokern Spaß und ist Pokern einfach, genau, wenn es läuft. Dominik ist all in. Wie ist denn das vom Dominik? Ui. All in. Kleinigkeit. 5.950. Na, das, die Kleinigkeit entspricht auch fast dem Pott. 5.000? Okay. Darf ich noch bitte wissen, was du hast, dass ich noch weiß, was für die Schellen von hinten kommt? Was mich das noch kostet? 14. Bitte? 15. 15? 15. 15.000 hat er noch. Sag doch. Das ist schon zum Überlegen, weißt du, Mann? Na, Hermann, was werden die Fans sagen, wenn du jetzt weg wirst? Straße ist keine möglich. Ne? Ei, ei, ei. Also Street, ist somit auch kein Streetflash möglich? Ja. Ne? Dominik? Die neuen Zuschauer. Da, 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 da. Also Hermann, eine Kerbe noch. Einen noch. Ich möchte noch eine Runde fragen. Soll ich bezahlen oder nicht? Ja. Wie du willst. Nein, ich frage. Nein, nein, das ist... Dominik ist auch schon genervt. Ja, wenn du ein gutes Gefühl hast, musst du zahlen. Wenn du ein gutes Gefühl hast, musst du zahlen. Wie viel? Das sind praktisch 6.000, oder? Im Prinzip 6.000. 50 für die Dealerin. 50er Trinker, damit sie Karten lanciert. Aber er fällt mir hier, muss ich ganz ehrlich sagen, von ihm habe ich schon noch. Wie viel hast du noch? 15. Ja, die 15.000 von Wladimir, das stört Hermann Pascha, denn die können ja auch noch reingeflankt kommen. Deswegen versucht er jetzt im Vorfeld durch sein Tabletalk herauszubekommen, ob das passieren wird. Dominik, ich muss dir jetzt einmal. Ich habe eine geile Hand, ich schwöre. Hermann, tu es nicht, was dann die Fans sagen. Muss ich nicht noch einmal in den Hand einlaufen? Das ist das Einzige. Ja. Dominik und ich weiß nicht, wie du spielst, bin weg. Das darf nicht wahr sein. Schade. Also jetzt sind die Fans enttäuscht. Vielleicht können wir noch was machen, mir zwar, wenn er wegschmeißt. Was nein, das geht nicht. Zweitletzte Hand kann ich nicht. Ja, ja, auch mal rein hier mit dem paar Dreier. In der Fachsprache nennen wir das einen Tilt-Call. Da bekommt Dominik Pfeiffer plötzlich noch Geld geschenkt. Also sehr wahrscheinlich. Ein Herz. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ja, da hättest du gewonnen. Also draußen. Doch, deine Fans werden richtig traurig sein, Hermann. Ja, sag dir. Die werden richtig traurig sein. Sag dir doch, dass meine Fans sauer sind. Ja. Du hättest gewonnen.
Ich sag das doch, 9 habe ich weggeschmissen. Ja, was ich schon angedroht habe, Markus, bestätigt es nochmal, die Fans sind sauer. Ja, aber trotzdem trübt das die Vorstellung nicht. Du warst nicht besser. Ich habe 9 doch. Ja, okay, geh. Ich schwöre. Weiß Dreddl, ja, Mann. Dreddl-Option. Ich schwöre. Den sind deine Fans aber sauer jetzt. Ich schwöre, habe 9 getroffen und vielleicht 3 Herz mit Bube. Entweder 9er ein Herz oder der Bube ein Herz. Ich schwöre. Echt? Es war der Bube. Das glaube ich dir aber. Das ist eine Sache, die ich 100% glaube. Aber den Dominik kenne ich noch nicht. Du hast kein Paar getroffen, oder? Ein 9er getroffen. Kann ich jetzt nicht sagen. Ein blind. Da verlierst du Minimum 10.000 Euro. Das ist nicht bezahlt. Aber Dominik kenne ich nicht. Wie hat er so schön gesagt beim letzten Mal? Mit euch würde ich allen spielen, solange ihr wollt und so hoch ihr wollt. Außer mit Markus. Wegen der Fans? Ja, vor dem hat er den größten Respekt. Also, den kennt er auch am längsten. Ja. Vielleicht deshalb. Ja, da geht's weiter. Okay. Die letzte Action ist ja oftmals so, dass dann alle mitspielen. The last order for your drinks. Ja. Du meinst die, die nichts kosten. Ne? Ja. Ja, ich meine jetzt diese 400 sind ja auch wirklich jetzt nichts, die Wladimir mit 9,3 investiert hat im Verhältnis zu dem Weihnachtsgeschenk, das er vorher an Dominik gegeben hat. Mach nichts, ich gebe dann Rat, weil bei mir gibt's Rires vom aller Feinsten. Yes, please. Das ist ein Wahnsinn alles. Ja, klar, logisch. Gegen Ass-König. Also hör mal zu, du mit Ass-König da. Ich. Genau 3000 gespielt. Das ist doch noch 7-2. Und jetzt, schau ich nochmal rein. Hör mal, da ist irgendwo ein Nagel. Das verletzt meine zarten Finger. Irgendwas, ja, man, der Keller nicht. Ruft, nicht der Berg, der nein, Keller ruft. Irgendwas, weiter. Irgendwas verletzt mich da. Uiuiui. Wir schauen mal nach. Der Keller ruft. Ja, ich schwöre dir, dass ich mit dieser Hand 3000 zahlen wollte. Ja, jetzt musst du halt 6 machen. Da schmeiße ich weg. Ich bin weg. Schlau, das war jetzt mal schlau, mit 7-2 sich aus dem Spiel zu erklären, keine 2.400 zu bezahlen und 100 einzukassieren. Das war schlau. Zeig dir am Schluss, warum ich 3.000 gespielt habe. Es ist eh kein großer Fan des 7-2-Spiels. Wäre ich auch nicht mehr, ich war's mal. Noch 3 übrig. Eieiei. Ja. Ich bin so tilt. Aber gut, dass man dann wegschmeißt. Ich würde gerne auf 2-7 setzen. Jetzt wollen wir mal sehen, was Wladimir macht mit 9-3 auf. Du bringst mir Glück hier. Alles rein. Das ist Wladimir. Respekt. Wladimir. Warte mal, ich bin so tilt. Ich auch. Golzer und Lehmann können sich gar nicht in die Augen schauen, weil sie so unfassbar on tilt sind, wie sie sagen. Ah, das wäre mir hier lieber. Mit 7-2 hin und mit 3000 sollten. Ja, da musst du all in gehen. Einmal, ja. Ja, er will einmal. Das ja, letzte Hand. Keine Diskussion. Da muss rein. Ja, da sieht man wieder mal, das ist der Zocker und deswegen habe ich auch ein bisschen Bedenken um die Zukunft des Wladimir Geschkenbeins im Pokern, was Bankrollmanagement betrifft. Ja, die Begründung, alles zu riskieren, nur weil es die letzte Hand ist, ist natürlich nicht unbedingt allerfeinste Pokerstrategie. Und wir wissen nicht mit 9-3. Ach, guck mal, die 4. Ich komme 3 und 9. 13 zu 10. Mit 7 ist ja nicht. Jetzt, wenn du die 7 kommt. Die 4. Und dann langt's. Komm. Tja, kommt nicht. Keine 4, keine 3, keine 9, kein gar nichts. Ass König gewinnt hier diese letzte Hand. Also Freddy Keitel macht noch ein bisschen Boden gut. Puh, ja, einmal durchatmen. Ganz lieben Dank an Michael Keiner. Das war heute ein interessanter und ein wirklich höchst unterhaltsamer Ritt bei German High Roller. Und hier ist das Ergebnis. Hermann Pascha ein Plus von 62.000 und Wladimir Geschkenbein hat 45.000 Euro hier heute am Tisch gelassen. Tja. Bis zum nächsten Mal. Ihnen ein gutes Blatt. Dann mit Michael Keiner beim Potlimit Omaha.